Moin Leute, hier zurück bei Modern Warfare 3 mit einem kleinen Waffentest hier und Loadout-Test gleichzeitig auch natürlich von der Jack Harbinger, das Kit dafür, für die M4. Gibt ihr gerade aktuell wirklich Herausforderungen wieder zur Saison 4, Woche 1 ist hier einmal das Jack Harbinger Kit zu holen. Wie gesagt, die 5 Sachen, wie man die erledigt, um das zu kriegen, habe ich im Video vorher aufgenommen, ja, somit könnt ihr es auch nochmal angucken. Das Loadout zeige ich dann zum Ende hin. So warm geworden bin ich mit der Waffe noch nicht. Muss ich da mal gucken. Achso, aktuell ist noch gerade Zugang, 3 Tage. Doppel-XP ist auch noch aktiv. Also ihr könnt im Moment die Season 4 sehr geil beginnen, um halt sehr viel freizuschalten, auch die neuen Waffen zu holen zum Beispiel. Also das geht auf jeden Fall gerade ordentlich ab bei Modern Warfare 3. Wird auf jeden Fall belohnt, dass man zockt. Und wie gesagt, das Harbinger-Kit für die M4 wird jetzt erstmal getestet. Wie gesagt, ich bin kein Pro-Gamer, bin normaler Zocker. Deswegen nicht wundern, wenn ich die eigentlich nicht hinkriege. Ich bin, wie gesagt, mit der Waffe noch nicht ganz warm geworden. Ja, das Loadout, die Quelle dazu vom Loadout, werde ich noch in die Videobeschreibung posten. Weil das ist nicht mein Loadout, das habe ich mir selber rausgefummelt, rausgesucht. Dafür habe ich leider keine Zeit, mir die Loadouts hier stundenweise anzugucken, um zu sehen, was ich machen kann und was nicht. Das kann ich leider nicht machen, da habe ich zu wenig Zeit. Deswegen suche ich mir die selber meistens raus. Alter, ich werde jetzt in meinen Testen, was ich gefunden habe. Ich habe eben gerade erstmal einzeln gefunden. Auch ohne anvisiert bringt das hier gar nichts mit der Waffe. Also wenn man nicht so anvisiert hier mit der Waffe, könnt ihr kaum jemanden treffen. Also wenn ihr jemanden trefft, ist eigentlich eine 2-Shoot-Kill-Waffe. Also sprich, ihr trefft zweimal, ist er eigentlich weg. Außer bei Headshot natürlich sofort weg, aber ja, so eine Waffe ist es halt. Ne? Boah, ich hab selber gekillt, wa? Naja, wir werden es testen, mal gucken, wie wir hier abschneiden, wie gesagt. Es geht jetzt eigentlich auch darum, nur hier Abschüsse zu machen, so jetzt hier Zonen einnehmen, okay. Das ist übrigens sehr gut hier, um EP zu sammeln, die Zone mal einnehmen, schön brav hier. Da kommt eine Betäubungsgranate! Also aus der Hüfte schießen braucht ihr mit der Gun auf jeden Fall nicht. Das bringt gar nichts für die Linie eben. Oh Mann. Könnt ihr komplett vergessen. Oh Mann. Ja, Shipman ist halt zu klein, die Map. Das kannst du nicht vergessen hier. Ja, ist einfach nur zum Testen, wie gesagt. Hier macht man gut Kills, die kann gut alles fertig machen. Die Herausforderung fertig machen geht hier sehr gut, muss ich dazu sagen, ja. Die Herausforderung hier in kleinen Maps machen, definitiv immer. Also ich spiele immer die kleinen Maps, um die Herausforderung fertig zu kriegen, definitiv. Das lohnt sich auf jeden Fall, geht schnell von der Hand hier. Aber wie man sieht, wenn man nicht trifft, ne, dann ist man direkt tot. Werfe Termin! Pass auf, wo du hinschickst! Betäubungsgranate geworfen! Ja, das ist ein cooler Hit, die Waffe. Dafür kann man aber bessere Konfigurationen finden, die ich jetzt gerade habe. Ist vielleicht nicht unbedingt die beste, wie gesagt, das weiß ich halt nicht. Aber, probiert's einfach aus. Ich darf nicht schießen, verdammt! Naja, ich mach jetzt noch weiter. Aber das Spiel gewinnen werden wir auf jeden Fall nicht, aber ist mir auch egal, ist nur ein Waffentest. Also Doppelabschüsse und so mit der Waffe hier, kann ich das vergessen, ne? Das ist so instant tot und so. Nicht so geil. Aber was ich hier immer gut finde, ist immer Thermit. Thermit killt alles weg. Nimmt Granate Thermit rein. In die Explosionsweste rein. Das ist noch geiler. Das killt nämlich alles weg. Aber man sieht hier, wir kriegen gerade wegzündet. Ja, es geht auch halt um die Punkte, um ein bisschen Waffentest hier jetzt gerade. Das ist echt geil. Granate geworfen. Termin eingesetzt. Jo, ist klar. Von der Regen, Alter. Ich glaube, die spielen gerade alle. Die sind auch ein bisschen überlastet, habe ich das Gefühl. Werfe Termin. Werfe eine Betäubungsgranate. So leicht überlastet, ja. Ach komm schon. Also ich kriege ab und zu hier Schüsse ab von, keine Ahnung wo, random irgendwo her. Thermit eingesetzt! Aber gut, das ist halt eine kleine Map, das ist einfach lang, ne? Feindliche Drohne aktiv. Werfe Thermit! Betäubungsgranate geworfen! Ach, das kommt ja von hinten angerutscht, ich glaub's nicht. Achtung, Granate! Ja, überall immer Thermit hinschmeißen, ey, ohne Witz, das hilft so extrem. Eine Betäubungsgranate! Termin eingesetzt! Nervst du ab, Termin? Ich krieg aber nur gerade auf den Sack, ey.
Und über die Rauchgranaten. Was soll der Mist, ey? Ich sehe nichts. Junge, Junge. Ja, hier sind noch einige Leute, die haben einfach eine bessere Konfiguration zu dem, was ich habe hier. Das ist gar nichts. Was für Bomben? Ich werde beschossen! Ach, kacke. Oh, ist er weggekillt, okay. Na gut. Punkte, 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 Leute. Punkte, Punkte, Punkte. Der Rest ist mir egal. Ob er jetzt gewinnt oder nicht, ich brauche die Punkte. Doppel XP und Total Win. Oh Mann, jetzt hat er mich angeditscht hier und ich schmeiß die an Termin mir selber ins Gesicht, ey, weil er mich weggedrückt hat, ey. Mann, ist wieder hinter der Ecke wieder. Oh. Ja, Camper aber auf dieser Map nervt mir gar nicht. Ne? Ja, gut, das war's auch wieder. Mann, lass mich raus! Oh, die Leute, ne? Einige Leute, die spielen, sind so schrecklich ab und zu. Oh, schrecklicher als ich. Oh, hab ich erwischt. DNA holen hier von denen, na gut, dann machen wir das halt. Alles irgendwie angeschossen, keiner kippt rum. Das ist auch immer gern gesehen. Werf eine Betäubungsgranate, dann mal los! Trophy-System online. So. Ich sehe gar nichts. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer hier immer diesen Smoke wirft. Das nervt halt. Pass auf, wo du hinschießt! Alter. Trophy-System aktiviert! Werfe Termin! Betäubungsgranate geplant! Unter direktem Beschuss! Ich wusste nicht, wo ich hingehen soll. Werfe eine Betäubungsgranate! Termin eingesetzt! Immer schön Termin auf die Flächen werfen, ey. Das hilft enorm. Was ist denn hier los? Leg dich schlafen. Dombo. Werfe Termit! Betäubungsgranate geworfen! Ah, Mann! Irgendwas ballert hier hart rum. Was ist denn das? Hubschrauber, ja? Werfe eine Betäubungsgranate! Ja, der nervt. Hubschrauber, ja. Pass besser auf! Termit eingesetzt! Feindliche Drohne aktiv. So, wo ist der blöde Punkt da? Betäubung dieses Film online. Werfe Termit. Immer die Zugänge weg zuschmeißen hier. Pass auf, wo du hinschickst. Explodiert alles. Alter, was sind denn da für Leute in dem Team, Alter? Hab den Scharfschützen. Das ist echt. Termit eingesetzt. Werfe eine Betäubungsgranate! Ja. Einmal einen Rauchballern! Die haben mich erwischt! Nein! Stellung kompromittiert! Stellung kompromittiert! Betäubungsgranate geworfen! Betäubungsgranate! Da ist wieder einer reingesneakt in die Ecke da, ne? Halt auch. Nein! Ja, was geht hier ab? Noch eine Minute! Hilfe! Ich sehe gar nichts. So ist das Spiel, ich sehe gar nichts. Killen, 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 abschießen, Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Das ist das Ding. Und Termit immer die Leute rankleben, das ist, das Termit ist halt der, wie gesagt, es geht einfach ab. Trophy System online. Ja, auf 10.000 Punkte kommen ist immer gut. Als andere ist immer gut. Oh komm, da hat wieder irgendjemand wieder was gekriegt, ey. Alles weggerotzt. Trophy-System aktiv. Center. Da kommt eine Betäubungsgranate. Ah. Bleibt noch 30 Sekunden. Weiter gut.
Nein! Das tut schon nicht in meiner Hand weh, ey. Ach komm, hätte ich mir auch geben können hier den Kill. Aber man sieht, die sind alle auf Kills aus. Die nehmen auch nicht so richtig die Zonen ein. Ab und zu schon, ab und zu nicht. Die wollen halt auch eher wahrscheinlich irgendwelche Herausforderungen abschließen, gehe ich mal aus. Aber wie gesagt, die verzieht auch ordentlich die Waffe mit dem. Das kann man nicht ändern. Ziel ausgeschaltet. Trophy-System online. Magazinwechsel. Alter. Achtung, Sentex! Hat ich noch gehört, dass er hinter mir ist. Na komm schon, echt wieder. Nein. Oh, gewonnen. Ja, krass. Ja, krasses Game. Wie gesagt, für kleine, ultra kleine Maps ist die Waffe ganz okay, aber mehr auch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie sie in Warzone ist. Keine Ahnung, müsst ihr selber rauskriegen. Wie gesagt, das Loader poste ich, wie gesagt, nochmal in die Videoschreibung, wo ich das her habe. Und sonst müsst ihr halt einfach nochmal googeln. Das Loader ist, oder das Kit. Ja, Jack Harbinger Kit ist sehr, sehr frisch und sehr, sehr neu. Deswegen guckt einfach mal nach, ob ihr da irgendwie Zukunft noch bessere Loadouts findet, weil so ist okay das Loadout auf jeden Fall. Man kann spielen, aber es ist halt nicht perfekt oder so. Und es gibt gar nichts anderes. Und deswegen, ja, müsst ihr selber nochmal gucken dann. Aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht, ne? Kann ich ja sagen. War trotzdem gut. Und gucken wir uns mal das Loadout nochmal an. Also wie gesagt, ne, Event hier, wöchentliche Herausforderung, hier das, die 5 Stück fertig machen, dann Jack Harbinger Kit holen, dann die, ist es das Kit für die Waffe M4. So, dann das, dieser M4 auswählen, das Gewehr, bei Sturmgewehre, Sturmgewehr M4 ist das hier, ja. Dann habe ich hier reingebaut, hier einmal Schlager Pack Box 4, Koro Eagles Eye 2.5 Zoom, dann Sakin ZX Griff und hier einmal noch vertikaler SL Skelett Griff, genau. Ist aber wie gesagt nicht mein Loadout, sondern habe ich mir selber rausgesucht und ja, danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal und danke für den Support. Tschüss, viel Spaß beim selber spielen. ETC, ETC, Punkte sammeln, Punkte sammeln. So.